was bisher geschah. Zwei Idioten bauen einen Turm und ein Dach und vergessen die Aufnahme natürlich anzufangen und überhaupt aufzunehmen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Build hier mit dem Aventus und mit mir. Hallöchen. Der Aventus ist ein bisschen angeschlagen, er ist ein bisschen, ein bisschen erkältet. Und wie eben schon gehört habt von dem Ansager, der natürlich nicht dasselbe haben, ist wie der Grissel. Oder ich habe vergessen, diesen blöden einen Knopf zu drücken, um die Aufnahme zu starten. Meine Tonspur wird natürlich super aufgenommen, aber ich will jetzt keine 20 Minuten hier hochladen, nur mit meiner Audio. Alleine, ohne Aventus, das würde komisch kommen. Du kannst ja das so selbstgespräch, wie ein Selbstgespräch aussehen könnte. Ja gut, jedenfalls haben wir eigentlich eine super schöne Mischung gefunden für unseren Bergfried, den wir in der letzten Folge gebaut haben. Mhm. Ja gut, und Aventus hat hier mal die Mauer ein bisschen überarbeitet. Das Dach der Mauer, das Dach der Mauer, Überdachung. Ja. Überdachung, ja. Und wir haben uns zu dieser komischen Mische entschieden. Mische, ja. Es gibt doch eine Maische, aber keine Mische. Mische, halt von Mischung. Ne? Also wir haben jetzt hier diesen grauen Clay und diesen schwarzen Clay als Randomized-Dings genommen. Blaue Mische halt. Hm. Wir haben jetzt hier ein paar Treppen drin. Wir haben ein paar Dropper drin. Die hier halt so ein bisschen rausstechen, ein bisschen Farbe rausbringen. Kann dir sagen, was wir nicht drin haben? Ja. Meine Audiospur und das Bild. Das geht jetzt bestimmt die ganze Folge so. Aber diesmal nehme ich auf und meine Stimme nehme ich auch auf. Gut. Also. Was machen wir denn weiter? Ich habe gar nicht geplant, was wir in der nächsten Folge machen. Also wir sind jetzt mit dem einen schon fertig. Das ist super. Also ich dachte, ich mache das fertig, was ich in der letzten Folge nicht fertig gekriegt habe. Ich finde es super. Ich habe jetzt ein Let's Build angefangen, wo die ganze Planung schon vorbei ist. Jetzt habe ich einige Sachen, wo dann halt was übersprungen wird. Also man muss eigentlich sagen, eigentlich ist das Let's Build eigentlich eines der, glaube ich, gewesen, das jetzt wirklich gut war. Das ging zügig, du hast da schnell was hingekackt. Du hast eigentlich kurzer Zeit viel Scheiße gemacht und es ist einfach gelöscht. Das ist wirklich traurig. Also es ist eigentlich ist das so ein Stück Weltgeschichte, die jetzt einfach verloren gegangen ist und es ist schon dramatisch. So. Ich glaube, diese Aufnahme müsste jetzt unter Weltnaturerbe oder Kulturerbe gehen. Eigentlich schon. Kultur. Ja. Ja, es ist wirklich schon dramatisch. Also die Menschheit leidet. Dramatisch, dramatisch. Ja. Ey, wo kam der Ansage jetzt wieder her? Der kam aus seinem Urlaub. Ach so, der kriegt viel zu viel Geld. So, was hast du gemeint? Die Trope hat dir nicht so gefallen, ne? Ja, vielleicht kann man die überarbeiten. Oh Mann, ey. Ich habe das Dach jetzt mal an manchen Stellen ein bisschen niedriger gemacht und fange jetzt an, das Dach ein bisschen eingefallen zu machen. Dass es jetzt so eingebildet ist und meint, da muss er mein Dach rumnörgeln. Also eigentlich ist das ja hier ein schön reiches Gebilde, würde ich jetzt mal behaupten. Aber dennoch so ein bisschen schräge, ein bisschen randomized muss es schon sein. Was mir gerade so ins Auge sticht, sind die ganzen weißen Diorit-Dinger. Da müssen wir ein paar raussortiert werden. Einfach alle. Nee, ich will schon ein paar drin haben. Ich will mal so einen. Wir haben ja hier leider keine coolen Blöcke. Dann müssen wir die weniger coolen irgendwie mal mit einbauen. Was? So. Ja, wenn man das jetzt so auf eine Gruppe beziehen würde, müsste man auch mal die Außenseiter mit einziehen. Also das heißt, wir müssen auch mal die Unbeliebten mit in die. Also man muss auch mal. Wie in der Schule, man muss auch mal mit den unbeliebten Leuten arbeiten. Genau. Scheiß Diorit. Ich finde, im Kong ist das Diorit sogar gar nicht mal so schlimm. Also da kann man ja, ich weiß nicht, wer. Ich finde, Anne sieht auch richtig geil, weil Diorit nicht nur so komisch wie so Taubenschiss. Also ich finde ja Granit eigentlich auch kacke. Granit ist so braun, das lässt sich also wieder mit. Ach, dieses Rote. Ja doch, das finde ich eigentlich schon eher geil, ja, weil es halt die Cobblestone-Textur hat. So ein bisschen. Ja, es ist schon ein bisschen geiler als jetzt, als Taubenschiss, aber also ich glaube, vieles ist geiler als Taubenschiss, aber man muss einfach sagen, dass Andesit einfach zu dem sich dazu mischt, aber dennoch abhebt. Und das ist halt bei, also Diorit mischt sich nicht dazu, aber hebt sich trotzdem total ab. Und Granit macht genau das Gleiche.
Nicht hält es am Boden. Nein, wir fangen jetzt nicht an zu singen. Das sollen wir bloß lassen. Okay. Sonst rennen alle weg. Ich hoffe, nach der Ansage sind sie alle da. Oder naja, nicht mehr da. Ich denke mal, der Bergfried ist so gut wie fertig. Die eine Seite gefällt mir noch nicht. Hast du hier eine Idee? Außer Fenster? Die wir einbauen können? Und da. Balkon, oder? Weiß ich nicht. Wie wär's mit einem Loch? Ein Loch. Für die Luftzirkulation. Da, hast du. Nee, keine Ahnung. Also ich hoffe, ich jetzt noch nichts ein, aber Loch. Weißt du, die Seite wirkt ein bisschen langweilig. Außer Skischarten fällt mir der Rad nicht ein. Die Seite passt dazu selber schaffe. Naja, also mir fällt jetzt wirklich auch nichts ein. Da kann ich dir leider nicht helfen und so. Auf der anderen Seite hier manchmal noch ein Fenster rein. Also, naja, gut, ich finde eigentlich. Also, ich würde sagen, wenn du das Gebäude hinten dran, wenn du die Front da so ein bisschen betonst, so ein wenig, ein bisschen Touch gibst, also hier. Touch. An Touch, so, don't touch me. Dann denke ich mal. Also, ich weiß, denken sind Glückssache, aber dann denke ich, dann lenkt es ein bisschen von dieser Hässlichkeit des Turmes ab und dann geht es. Vorhin fand ich ihn jetzt noch in Ordnung. Nein, von der Seite ist er nicht hässlich. So. Also von da vorne ist er echt hübsch. Das wäre auch meine Idee mit diesem. Das ist eigentlich das Schlimmste an der Aufnahme, dass meine Idee jetzt verloren gegangen ist. Aha. Eigentlich. Tja. So, das Weltkulturerbe eigentlich erst überhaupt machen würde. Das ist ein zu hoch. So, was soll ich denn jetzt machen? Kann ich das doch so lassen? Ich habe es jetzt ein bisschen entgradigt. Ich weiß nicht, ob mir das dem Herren das so gefällt. Ich finde es eigentlich jetzt ganz nice, ja. Eigentlich so ganz okay, kann man so machen. Dann kannst du mal gucken, wie du hier das Haus da drüben mit dem Dach verbindest. Das hier gleich, das ist die Küche mit eventuell einem. Dann wird es wird es Keller. Wird es auch ein richtiges also ein richtiges Haus, so massiv aus Holz, oder wird es nur so ein Unterstand, wo da unten so eine Art Küche ist? Nee, das ist eine richtige Küche, das würde ich als Haus, so wie du es gerade betont hast. Ein massives Haus mit massiven Wänden und ein wenig. Und du kannst halt hier probieren, was ich eigentlich in der letzten Nichtaufnahme gesagt habe. Diese Holzstützen hier zu machen. Ja, diese Holzstützen, dass du mal gucken kannst. Und dass die halt Bogenschützen genug Platz haben auf der Mauer. Aber ich brauche keinen Platz auf der Mauer, auf der Lauer sitzt nach einer Wand. Ja. So, dann machen wir hier nochmal. Seht euch mal die Wand an. Ich glaube, ich mache heute das Palais. Nee, Palas. Palais. Also, Palas. Der Palas. Ja, da gibt es doch hier das Wort Palais. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Nee, Palais ist doch aus hier aus Captain Explorer schon aus Flug der Karibik. Nicht? Du mich leider überfragt, Bart. Ganz leicht. Also, wo dann hier mit Palais bedeutet, dass du mit dem Captain des Schiffes sprechen willst und dass dann du nicht umgebracht werden darfst und so. Achso. Den du nicht mit dem Captain des Schiffes gesprochen hast. Glaub ich. Erwirkt mich nicht, wenn es falsch ist. Das ist leider nicht mehr. Schon zu lange her. Hier. Nee, das passt nicht. Wie kann man denn einen schönen Ofen erstellen? Eigentlich Ofen, einen schönen Dingens. Danke. Dingenskirchen. Ah, Dingens gesagt. Ein Schornstein. Ah, einen schönen Schornstein, am besten mit einem Schorn. Und einem Stein. Mit Steinen, du brauchst schon mehrere Steine. Für einen Schorn. Aber ich will doch nur einen Schornstein und nicht Schornsteine. Achso, ja, dann brauchst du nur einen Stein. Das geht dann voll in Ordnung. Ein Gerost, so ein Hinkelstein. Der reicht dann vollkommen aus. Aber hier ist kein Obelix. Immer wenn ich ihn einmal brauche, ist er nicht da. Das sammelt bestimmt Wildschweine. Ja, das hat echt, er sammelt die. Ne? Er tut sie nicht irgendwie jagen oder wirklich umbringen, er sammelt sie einfach. Dann landen sie einfach schon gebraten auf dem Spieß, wie die das dann. Ne? Sieht man ja in den Filmen nie. So. Aber wir reden immer über so wichtige, wertvolle politische Themen wie dieses. Dann
Dann reißen wir mal ein politisches Thema an, und zwar die Minecraft 1.11 kommt ja raus. Oder ist draußen. Ich finde die voll cool. Auf der Minecon. Ich fand diese Villager so geil. Diese also, Illager oder wie auch immer. Oh, ich fand diese Villager, dieser Magier-Villager, heißt was, die cool ist, der kann so Geister beschwören und oh, ich will das auch. So eine kleine Engelchen. Ja, ich will die auch. Böse Engelchen. Ja, wie das mit Dämonen. Das ist schon cool. Will die auch haben. Oder halt auch so Meuchelmörder oder sowas. Aber ich finde auch die Lamas cool. Ich finde die so. Nein, sag nichts gegen die Lamas. Nein. Aber Karl. Aber Grischel. Nee, ich weiß nicht. Also das Einzige, was ich mit Lamas kacke finde, sind die Spuckangriffe. Ja gut, das ist echt geil. Nein, da weiß ich nicht wirklich, ob ich die gut finden soll oder nicht. Ich finde das, also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja genau, warum auch nicht. Also ich meine, ich fand es so komisch, dass das eigene Lava von der eigenen Spucke Schaden genommen hat in dem Video, aber okay. Ja gut, das... Aber ich finde, guck mal, wenn du mal überlegst, in unsere Wüstenstadt oder so, da gibt es für die Esel passende... Allgemein für Mayas, wenn man die mit den Teppichen... ja, einsetzt, und das ist doch voll... Sieht das saugeil aus, ja, das schon, aber... Ja, das ist doch voll cool für irgendwelche Wüstengebiete oder irgendwelche da, ne? Und daran denkst du wieder nicht, du Horst. Nee, ich denke nur an immer nur an meine... dein eigenes Projekt. Ja, genau. Kack-Egoist. So. Brennen sollte man dich. Brennen oder verbrennen? Verbrennen. Da sollte ich mit Lamaspucke bewerfen. Och nö. So Lamaspucke-Balance. Plasma. Was, Plasma? Plasma geht bestimmt auch. Nee, Plasma. Gerade, Plasma wäre schöner gewesen. Ach, mir fällt gerade auf, wie ich das hier setze. Aber Karl. Oh, das ist so blöd. Niveau ist wieder. Niveau. Ist da, ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall hier, ich spüre es nur nicht. Ich höre ihn nicht, nee. Rick. Was, Rick? Nein, Brick. So. Rick, der Brick. Und wie hast du jetzt den Schornstein gebaut? Hässlich. Ja, doch, da stimme ich dir zu. Ich weiß nicht. Ich hätte genauso gemacht, nur ein bisschen anders. Ist halt nichts Besonderes. Ich wusste jetzt nicht, wie das schön machen. Ich finde deine Planung auch geil. Schmiede? Fragezeichen. Oder Küche mit Dachboden oder Keller? Fragezeichen. Nein, das war ich nicht. Palast? Fragezeichen. Das war ich nicht, das war der Helge. Aber trotzdem. Palast? Kaserne? Fragezeichen. Kaserne? Verwaltungsgebäude? Fragezeichen. Ja, das ist echt eine tolle Planung. Da weiß man immer sofort, was damit... Also, das ist nicht wirklich so... So, hier kommt das und das hin und hier das und dann kann das da hinkommen? Kann man das machen? Ich weiß es nicht. Gab's das früher wirklich? Hatten die früher Küchen? Hatten die früher wirklich Mayonnaise? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Das Meerrettich kann man das essen? Nee, Meerrettich kann man nicht essen. Eindeutig nicht. Da stimme ich nicht zu. Meerrettich ist nicht zu essen. Meiner Meinung nach ist Meerrettich irgendwas... zu töten. Hexenwerk ist das. Hexenwerk! Verbrennt sie. Ja, verbrennt Meerrettich auf jeden Fall. Tonnenweise. Für alle Meerrettich-Liebhaber. Tut mir leid, ihr seid total tolle Menschen, aber euer Geschmack halt einfach nicht. Aber das war doch okay, oder? Das klang jetzt nicht böse. Kann man gleich bringen. Kann man bringen, okay, ja. Zur Not schneidet's raus. So. Ist es okay, wenn ich das nach hinten wieder ein bisschen abfallend mache und so? Because we happy und so. Halt, weil wir es können. Ja, tob dich mal aus. Aber nicht so sehr. Nicht wieder alles abreißen. Jo, alles was Spaß macht, darf man nicht machen. Ja, so ist das Leben. Aber ich glaube, das was ich jetzt hier mache, sieht man gar nicht später. Aber YOLO, ihr seht das. Was denn? Ich sehe es gar nicht. Ich sehe es auch nicht. Warte, ich stelle mich zu dir einen Moment. Oben am Dach. Achso, oben auf dem Dach, das sollte man einfach finden. Ah ja, da bist du ja. Ich kann mal ganz kurz weghusten. Ja, huste ich aus. Ah ja, aber ich denke mal, das ist jetzt eine gute Lösung für die verlorene Aufnahme. Ich meine, viele haben wir in der letzten Aufnahme nicht geschafft, nur den ganzen Turm hier.
Nee, du hast einfach nur eine Brush gemacht und hast ein bisschen drüber gerotzt. Mehr hast du eigentlich echt nicht gemacht. Wie lange ging die Aufnahme? 20 Minuten. Wir haben halt viel gelabert und geplaudert. Mit uns alleine. Toll. Naja, eigentlich hast du ja wirklich mit dir selbst geredet. Ich habe eine Aufnahme als Beweis. Also nee, du hast eine Aufnahme. Du hattest eine Aufnahme als Beweis. Du hast die gelöscht, oder? Ich hab's jetzt hier gelöscht. Warum auch? Warum sollte ich die jetzt noch beibehalten? So, jetzt versuche ich mal ein Granitchen mit einzubauen. Ich hätte es gerne gehabt, hätte es dann auf deinem Channel hochgeladen. So ein Hörspiel, weißt du? Oh, das ist ja mal ein Let's Build Hörspiel. Ah, schön. Oh, was höre ich mir denn heute an? Ach ja, Grisin spricht allein mit sich selber. Oh, diese Folge kannte ich noch gar nicht. Exquisit, das ist die beste von allen. Das ist die Special-Folge. Special. Aber Special. Nicht Special, sondern... Oder der Deutsch. Granit. Sagen Spezial. Speziell. Speziell bist du. Ja, nicht wahr. Nicht, ich bin aber auch speziell. Ich bin unique. Ich bin einzigartig. Nein. Blöd. Das klang blöd. Oh Mann. Klang gar nicht blöd, ne? Nein, überhaupt nicht. So selbstverliebt bin ich gar nicht. Cut! Dreh's doch mal! Schnitt! Ich bin mit dem Drehbuch nicht zufrieden. Ich auch nicht. Das Drehbuch schreibe ich überhaupt. Keine Ahnung! Das ist bestimmt dieser dumme Erzähler, der immer rankommt, wenn man ihn nicht braucht. Ich weiß nicht, kann man die Rätsel irgendwie mit einbauen? Kann man's nicht? Ach, stell dir mal vor, wir hätten ein Drehbuch. Das wäre einfacher, glaube ich. Nein, weil du würdest wahrscheinlich alle ganz gut den Text vergessen. Gut. Was sollte ich gerade nochmal sagen? Du solltest sagen, nein, das wird uns niemals passieren, weil wir professionell sind. Ach, stimmt. Aventus hat ganz viel Geld zugeschoben bekommen, deswegen. Hey. Du warst, ich mag halt Geld. Also, ich bin dafür, dass das die Küche Dachboden und Keller kriegt. Oh. Ganz exquisit. Ja. Warum machen wir sowas Exquisites? Weil ich Geld dafür habe. Das ist nämlich ganz arm und kann das nicht finanzieren. Nicht gesprochen, aber einfach klar. Ich bin arm. Ja, ich weiß. Wir müssen hier unten sowas. Nee, das kann ich gar nicht. Oder nicht, oh, ich hab auch mal nie. Nee, ist auch doof. Was ist denn das für ein dreckiges Haus? Du machst das. Also war das jetzt so ein bisschen aufmuntert gemeint, so du machst das oder so ein Sinn von du machst das. Nein, du machst das so dreckig. Ich hätte aufmuntern bei dir. Ja, wahrscheinlich. Lieber hier stirbst du, als zu mir freundlich zu sein, oder wie? Bestimmt. Dann sind wir endlich mal einer Meinung. So, ich lasse das Haus so. Ich finde es so schön, da hat man im Herbst, im Frühling, im Sommer. So, mein Gott. Ist schön, mit dem schön luftig, ne? Ja, das Lüften ist so kompliziert. Einfacher. Oh, das Palast ist jetzt irgendwie schwieriger als erwartet. Mal kurz husten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh, jetzt fühlt sich schon an wie manche Bewerber. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich weiß nicht, wie ich das bauen soll. Nicht, was ich bauen soll, sondern wie. Ja, aber meistens. Erstens kommt was, wenn du dir was sagst. Was, dann wie. Melonen habe ich noch nirgendwo eingebaut. Nee, jetzt ernsthaft, das ist irgendwie kacki. Na, jetzt ernsthaft, wir bräuchten echt mal ein paar Melonen. Also. Oder ich bräuchte ernsthaft mal welche, die das für mich bauen und ich einfach entspannen kann. Ja. Gib nur einen Tipp, jemand baut gerade für dich eine dumme Küche. Ein dreckiges Haus. Aber eine Küche sollte doch irgendwie sauber sein. Jede.
Machst du einen sauberen Haus? Er braucht schon Hygiene, ich bitte dich. Hygiene ist was für Memmen. Außerdem wird das völlig überbewertet. So, hier ist es Abort. Heißt es Abort oder Abort? Ich glaube, das heißt. Keine Ahnung, vielleicht Abort, weil es abartig ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube eher Abort, so von. Abbrechen im Englischen. Abort, Abort mischen. Oder. Abtreibung oder, heißt ja auch so. Ne? In falsche Gefilde. Gefilde? Unhold, was machst du in diesem Gefilde? Von weg hier. Wir bleiben weg von Abtreibung, lieber hier. Zurück zu meinen Con. Ah, da waren wir ja mal ganz am Anfang, ne? Was ich geil finde in der 1.11 allgemein jetzt, ist die Game Rule mit dem Wetter. Dass man den Wetter komplett ausschalten kann. Ich hab's noch gar nicht mitgekriegt. Dem Wetter? Nee, das Wetter. Nee. Hab ich noch gar nicht mitgekriegt, aber das ist echt geil. Da kann man halt das Wetter ein bisschen kontrollieren. Ja, die Regierung, ne? Verschwörungstheorie, die Regierung. Die Regierung kontrolliert schon seit Jahrhunderten das Wetter. Ja, gut. Jetzt kommen wir wieder in eine komische Richtung. Ja, das falsche Gefilde, ich stelle wieder zurück. So, ja, aber ich finde eigentlich, ich finde auch diese Karten für Konferenz. Ich spiele ja auch ein bisschen anderes Survival, ne? Doch, das finde ich da auch schön. Du findest das wahrscheinlich geiler, wie da so Adventure Map oder so. Weil die Maps ist. Die Maps ist. Sehen halt auch schön aus. Die Maps. Die Maps? Die Mappe. Die sind schön. Die sind hübsch. Also, die sehen interessant aus. Da frage ich mich nur, ob ich das später auch andere Symbole zum Beispiel einfügen könnte, anstatt diesen blöden Wassertempel. Ja, bist du reden. Also oder der dann was anderes anzeigt. Textures anpasst. Ja, ich meine auch, dass er auch was anderes anzeigt, wie zum Beispiel, das sind halt kein, wie heißt das, Wasser Dingens ist, Wassertempel, sondern halt eine Hauptstadt ist oder so. Weißt du? Ach so, ja, okay, ja, gut, das ist halt echt geil. Aber das ist ja cooler. Weißt du, dass ich mich frage? Nein. Also ich frage mich nämlich, was du von diesen komischen großen Häusern hältst, wo diese komischen Villager sind. Finde ich kacke. Also ich finde die Idee von einem großen Haus oder sowas eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich finde das Haus sieht erstens langweilig aus, zweitens, weiß nicht, ich finde das Haus sieht zu modern aus. Irgendwie. Also es kommt so von vornherein so total modern rüber. Also, und ich finde einfach, wenn so, also Minecraft ist für mich schon immer Mittelalter gewesen. Einfach allein schon oder jeweils sowas ähnliches, ja. Ja, also was heißt Mittelalter? Halt so ein bisschen altertypisch. Hm. Allein schon aus dem Grund, ich meine. Bisschen zurückgeblieben. So wie wir. ja, also, weiß nicht, ich meine, man hat keine richtigen Werkzeuge, sondern Spitzhacken. Und wenn sie Minecraft wirklich modern machen wollten, dann wären die ja von Anfang an auch schon hier. Dann könnten sie irgendwann Schaufeln machen oder so, ne? Ja. Bagger. Boah, aber das mit so einem Abrissbirne so ein Haus ein. Oh, geil. Uah. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Ja, aber ich fände es ja cool, wenn man Minecraft so eine Art Epochen hätte. Sowas wie bei Age of Empires? Ja, aber das also jetzt nicht, dass du in die bisschen. Oder deine Gebäude kannst. Sich aufwerten? Nee, dass du halt dann neue Blöcke haben kannst oder neue Waffen. Das ist schon cool. Du hast die Schießpulver. Ich hatte ja mal einen Mod, da gab es so Schießpulverwaffen und die waren echt cool. Hm. Oh, bam, oder Kanonen. Glanzmod, ne? Oder so? Nee, das war der Wow Weapon Mod, hieß der, glaube ich. Achso, ja, gut, den gibt's auch. Ich glaube, früher war es Glanzmod. Ja, der Glanzmod, der ist ja wieder ganz was anderes. Da kannst du ja, gibt's ja Panzer und alles. Achso. Na gut. Alles. Ich wollte früher immer. Was ist das früher? Beta 1.7. Damals, als ich komisch wollte drin, ich gerne diesen einen Mod installieren, wo man so Flugzeuge hat. Okay. Ging aber nie. Es war früher noch so staukompliziert. Ich wollte damals unbedingt den einen Mod haben, wo es Windmühlenräder gab. Ging aber nie. Better Wolves? Better Than Wolves. Der war cool, aber den gab es nur für die 1.5 und ich hatte mit der 1.6 damals gestartet. Und wurde das nicht ging, aber ich hatte damals keine Ahnung und war dumm. Also es ist jetzt nicht anders, aber. Aber was ich in der 1.11 irgendwie vermisse, ist, dass halt kein neuer Block dazu kommt. Ist halt der Exploration. Ja, ist jetzt Update. Was Explore, also halt Erkundungs. Ja. Finde ich kacke nach PvP. Ich weiß nicht, wie hieß das andere? Die 1.10. Combat Update war das.
Nee, ich meine 1.10, nicht 1.2. Ach so, die 1.10. Kam auch noch raus, irgendwie dazwischen. Hat die einen bestimmten Namen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls, da kam ein bisschen was zu. 1.2 kam mit Update, das weiß ich schon. Ah, das weiß ich auch. Aber ich weiß nicht, was kam mit der 1.10, was kam da von der Blöcke dazu? Kamen nur die Structure Blocks dazu? War da nicht auch dieser Knochenblock? Ah, nee, der war schon. Ja, doch. Der Knochenblock ist cool. Ja, der ist schön, das ist mal eine Abwechslung zu Quarz und sowas. Ja, der ist richtig hübsch. Hübsch. Ja, der ist halt in Quarz, wie das er halt nicht so komisch gerammt hat, das ist halt das Tolle. Das heißt, der sieht halt nicht so ziegelig aus. Übrigens, jetzt wo ich diese Holzsäulen im Hintergrund habe, dann sieht man die manchmal durch die Fenster durch, dann hat man diesen Holzkontrast, den wir vorhin wollten, noch wieder reingeholt. Ach gut. Ja, theoretisch ja. Theoretisch. Was denkst du, soll ich für die Farbe des Palas nehmen? Ich würde da gerne von außen irgendwas. Das ist doch so schön rot, das ist doch geil. Farbiges, ja, vielleicht aus Clay, ne? Aus rotem Clay. Ja, das gab der rote Clay auch. Kann man es mit rotem und pinkem Clay mischen? Ja, nein, lass bitte einfach nur rot erstmal. Machen wir erst das eine und dann können wir noch gucken. Wie lange nehme ich wieder auf eigentlich? Das ist die. Oh. 26 Minuten. Ja, ich dachte schon mal, wir labern ja schon. Ja, wir labern interessanten Stuff diesmal. Ja, sogar besser als die Kirche aufgenommen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Aber die andere war halt Welt-Kulturerbe, ne? Das ist halt. Schade, dass die verloren geht. Hier ist die glorreiche Entstehung einer Brush, die den Dings. Wie heißt dieses große Türmchen hier? Bergfriedchen. Hier. Ja, warte mal, Friedrich. Das ist jetzt Friedrich der Turm. Okay. Hallo Friedrich. Hast du also schon eine Idee, was ich da für ein Leben für meine Küche nehmen sollte? Das mit braunem Leben, damit es wirklich dreckig aussieht. Ich weiß nicht, wie dein Haus aussieht. Oh, dunkel in dunkel, ja. Ja. Wir toben das in der nächsten Folge aus, ne? Ich will dir jetzt nichts Großartiges verraten, schreib mal in die Kommentare, was ihr denkt. Ach, jetzt will er spoilern, du hast nur keine Idee. Dann klaust du wieder von den Zuschauern die Ideen. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Diesmal mache ich jetzt erstmal kein Shade an, das dauert mir zu lange, das umzuwechseln. Wir haben etwas geschafft, wir haben gelabert. Mehr gemacht als du. Und ja, ich denke mal, das wird ganz gut. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag. Oder auch nicht. Tschüss. Tschüss.